Hallo und willkommen zurück hier auf Vollgas Gaming Blog. Ja, wir befinden uns in den Blütenfeldern und haben in der letzten Folge gerade unsere Ordenspunkte maximiert. Ja. Und werden jetzt mal gucken, was wir damit anstellen. Also die slowen uns mal echt mehr. Ich weiß aber nicht warum. Ich kann nichts verändern irgendwie. Schön, wäre noch gut, wenn ich die Münze noch sehen würde. So, der hat gesagt, links, rechts. Ach guck mal, die drehen sich so um. Wenn man dagegen läuft oder was? Aber auch nicht alle irgendwie. Links, rechts, Mitte, sprach der von. Wie sieht denn das dann aus, wenn wir rechts, links, Mitte machen? Die Bienen gehen mir schon im Sack. Und ich habe immer noch nicht nach Ordnung nachgeguckt. Überall kommen hier Bienen raus, wie viele denn? Glaub, Tag ja wohl. Also jetzt nochmal hier, ohne Unterbrechung. Rechts. Links. Achso, Mitte, rechts, links. Scheint es gewesen zu sein. Ein Blumensägenorden. Oh. Mitte. Rechts. Links. Links. Mitte. Rechts. Lassen wir es dabei. Oh ja, du Susel, Susel. Oha. Ich kann ein paar Karriere mal nochmal an seine Valkyrie einsetzen. Das war doch gar nicht schlecht. Ach, Kinder, ist der Orden, meine Herren. So, jetzt aber. Zwei Punkte kann ich noch einsparen, bin ich auf 5. Drei Punkte, bin ich auf 6. Dann könnte ich den Münzen-Dingens mitnehmen. Daneben finde ich auch immer sehr angenehm, ne? Gerade hier mit den Bienen. Aber den brauchen wir eigentlich gerade nicht, weil die bringen ja gerade noch alle EP. So, und dann haben wir nämlich 6. Wir können Sparblüte einsetzen. Wo ist eigentlich? Ach, Geld, Geld kostet 7. Ach, der Sparblütenordner. Jeder Attacke, die ich dann kostet ein weniger. Bringt das auf lange Sicht mehr als 2x PP? Ja, ne? Perfekt, würde ich sagen. Wen habe ich jetzt ausgezogen?
Speed Bubble und. Nee. Achso, die drei waren neu und. Oh Gott. So. Ja, das ist unser Lineup an Orden. Die fettesten Orden drin. Theoretisch noch ein bisschen veränderbar. Die rüber kommt man belegen. Und die ausnimmt und dann sich vielleicht noch einen zweiten Ausweicher besorgt. Um so gut wie gar keinen Schaden mehr zu kriegen. Also kriegen wir jetzt auch schon. Was ist denn hier los? Dies ist das Zuhause von Petunia. Aber ich wusste nicht, dass auch Monty Maulwürfe hier zufrieden zu finden sind. Eine Rubinbeere, eine Beere aus dem Blütenfeld. Stimmt 5 KP wieder, ja. Guck mal. Ach, mit dem Hammer lassen sich auch die Bodenplatten finden. Aber nicht aufmachen, oder? Das ist natürlich, macht die Sache aber deutlich einfacher. Wackamoli! Na, was ist denn los? Diese Blume heißt Petunia. Sie sammelt Samen. Sie redet auch ziemlich viel. Sie sagt, dass sie mit dem Samen gar nichts vorhat. Sie sammelt sie einfach nur. Samen sammeln? Was für ein langweiliges Hobby. Findest du nicht auch, Mario? Leihst du mich für eine Sekunde dein Ohr? Dann höre meine traurige Geschichte. Seit die Sonne fort ist, lasse ich den Kopf hängen. Ich habe kein bisschen Energie mehr in mir. Ohne Sonne scheint die ganze Welt traurig zu sein. Und jetzt graben sie auch noch diese Maulwürfe in die Erde und knabbern an meinen Wurzeln. Oh, weh mir. Meine einzigartige Samenkollektion wird bald zu einem Monty-Maulwurf-Bankett. Bitte, mein Herr, Sie scheinen sehr stark zu sein. Würden Sie bitte diese Monty-Maulwürfe für mich vertreiben? Falls Sie sich fragen, welche Monty-Maulwürfe ich meine, ich spreche über diesen Kerl. Und den Deppen da. Dann noch diesen Störenfried. Und jede garstige Kreatur. Der Kerl. Ich glaube, um den müssen Sie sich jetzt nicht kümmern. Bitte lassen Sie mich nicht im Stich. Mein Samen und ich rechnen fest mit Ihrer Hilfe. Aber um den möchte ich mich kümmern. Wie ist das denn damit? Der läuft von mir weg. Der läuft von mir weg. Habt ihr das gesehen? So eine Azurbeere noch reinschmeißen, ne? Der Rubin. Azur. Ja, wie ist das jetzt hier, Leute? Ah, doch einfach. Okay. Okay. Das ist ein Monty-Maulwurf. Du erinnerst dich doch an, dass wir sie schon mal am Klippenberg gesehen haben, ne? Maximal KP 12, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Sie sind bösartige Felsenwerfer. Sie sehen zwar einschüchtern aus, aber eigentlich sind sie nicht so stark. Also. KP 12 ist schon, immerhin. Nicht von den schlechtesten Eltern, ne? Klar, der letzte trifft hier. wir brauchen Multi-Damage. Paar Exemplar. Ich würde sagen, dass Bombette mit der Bombe die billigste Variante. Thank you.
Peng. Der verarscht mich. Ja. Ich glaube, man kann keine Erstangriffe an den ausführen. Oh, wollte ich Slam-Up auf 5, ne? Rick-a-moly! Ah, geht doch. Zwei, ne? Schade. Hab keine Zeit, Leute. Ich spiele das Folgenende erreicht. Jetzt aber. Ja. Das ist natürlich nur einer. Umso besser. Das waren 1, 2, 3 und 4, ne? Da haben wir direkt mit dem stärksten angefangen. Na, schon gut. Hier verballert, ey. Guck mal, da kann sie wieder lächeln. Ach, hier geht's sogar noch weiter. Yippie, hurra, hurra, Jauchz und Jubel, sie haben die Monty Maulwürfe vertrieben. Oh, vielen herzlichen Dank. Um meine Dankbarkeit zu zeigen, sollen sie diese Zauberbohne haben. Hier, bitte sehr. Zauberbohne, eine Bohne, die du so schnell wie möglich einpflanzen solltest. Ja, mein Name ist Petunia. Man nennt mich auch den Samenmaniac. Er freut sich, kennenzulernen. Ach ja, wegen der Zauberbohne, die ich ihnen gab. Sie sollten sie nicht einpflanzen. Warum nicht? Weil sie als Bohne ewige Freiheit genießen wird. Nachdem man sie gepflanzt hat und sie Wurzeln schlägt, wird sie sich nie wieder bewegen können. Denken Sie nicht auch, dass es sehr traurig ist? Bitte pflanzen Sie sich in zum Beispiel lockere Erde und gießen Sie sie nicht mit dem Zauberwasser. Ich will nicht, dass ein Trieb aus meiner süßen kleinen Bohne sprießt. Nein! Tja, abgegeben ist abgegeben, Fräulein, das Pech. Schnuppert denn da? Hier wurde ein Baum gefällt. Und da ist eine Quelle. Glaubst du, wir können hier Wasser holen? Vielleicht lebt ja Wasser unten. Man kann nie wissen. Und wenn uns jetzt etwas anspringt? Es könnte ja sein. Ist das dieser mysteriöse Brunnen, von dem gesprochen wurde? Da soll man ja eine Dingsbeere reinschmeißen, ne? Was sagt der bei der Rubinbeere? Wer wirft da deinen Müll in meine Quelle? Und wie immer das auch sein, du auch sein magst, du verdienst dies für deine Unverfrorenheit. Okay.
Beere gleich Müll. Merken wir uns. Ahornsirup. Ahornsirup ist doch gar nicht verkehrt. Honigsirup kann ich immer trinken. Soll der Geiz, wir setzen sonst so wenig Items ein. So. Dann war es erstmal das in diesem Abschnitt. Paracay ist billiger als Bombett, ne? 5 für alle? 7 für alle. Ja. Kann nur sein, dass die ein bisschen mehr Schaden macht. Ja, ich glaube, die macht 7 mal hier. Die mit ihrem schwulen Stachel, ne? Immer ins Gesicht. Du kriegst einen Schuh ins Gesicht, so sieht es nämlich aus. Ich verstehe es nicht. Ja, dieses Englisch-Kommando ist auch noch hoch. So, das war dieses. Was haben wir denn hier? Eine Superblock. Ohne Blüten wären die Blütenfelder wohl nicht die Blütenfelder, hä? Ich ziehe ja saftiges Obst, ein paar hübsche Blumen vor. Und weil ich so klein bin, kann ich gar nicht sehen, wenn wir durch diese hohen Blumen marschieren. Und außerdem habe ich Heuschnupfen. Ah, so lustig ist das für mich. Hier für mich nicht. Das ist eine gelbe Blume, die das Tor bewacht. Gelb ist eine freundliche Farbe. Gelb bedeutet in vielen Kulturen aber auch Vorsicht. Vielleicht sollten wir vorsichtig sein. Brauchst du? Guten Tag, Mario. Es ist schön, dich zu sehen. Ich bin der Wächter dieses Tors. Aber lass es dir gesagt sein, dass ich nicht viele Leute passieren lasse. Ich verfüge über einen sehr sensiblen Gaumen. Deshalb musst du mir etwas bringen, das mein Gaumen erfreut. Wie sieht's aus? Hast du etwas dabei? Wie mehr? Mampf, Frau Mampf. Nun, gar nicht mal so übel. Aber noch lange nicht genug, um ein Gourmet für mich zufriedenzustellen. Tut mir leid, aber ich lasse prinzipiell keine Leute ohne herausragenden Geschmack hier passieren. Komm wieder, wenn du etwas mehr Kultur erlangt hast. Okay. Will er jetzt auch was von
Omelettine oder? Da ist wieder dazu. Ich probiere noch einmal den Honigpilz. Schmatz, Mams. Uah, Hus, pfach. Was ist das für ein Müll? Das ist ja unter aller Kanone. Ich bin ein Feinschmecker. Es ist einfach unfein, etwas anderes als Bären zu verzehren, wenn man in den Blütenfeldern lebt. Ja, danke für nix. Okay. Wie es weitergeht, hier in den Blütenfeldern, und ob wir die Blumen noch zufriedenstellen können, all das und viel mehr, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.